nicht gerecht. Naja, egal. Ciao, stopp! Was ist denn? Du kannst diesen Gegner nicht unbeschwert besiegen. Was redest du denn da? Das ist bestimmt sonst besiegen. Na, mit Tanz. Tanz? Ich kann nicht tanzen. Ja, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Hast du das dann schon vergessen? Das hat gar nichts gebracht. Du hast das alles nur erfunden, oder? Das hat doch Spaß gemacht. Jawohl. Das ist bezahlt. So, ein Requisite steht schon für die Zeitung. Ich will nicht viel drüber rumreden. Ich bitte um einen kräftigen Applaus für Rosa Kosch, denn sie kostet den kleinen Prinz in der Kimmelwirtschaft.
So, liebe Leute, wenn ihr die Tür beeinflussen wollt, muss da ein bisschen mehr genug im Applaus. Zeig mal, was ihr habt.
wie schön. Ich bin ganz verzaubert. Ich habe das nächste Cosplay auch schon gesehen und ich glaube, der eine oder andere wird es auch in der Moderation erkennen, aber ich begrüße die Stadtwaffe Zaki als Link, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im Aufbau, ja. Ist es nur, ist ja nicht schlimm, wenn das Spiel gespielt? Ja, mal schauen. Kriege ich den Namen? Dann nochmal ein Start Nummer 5, Zanti aus Link, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom! Ein weiterer Tag im Leben neigt sich langsam dem Ende zu. Unser Tolkiener Held nimmt sich die Zeit, endlich seine Herzen wieder aufzufüllen und sich am warmen Feuer mit der Bestessen auszuholen. Link, das sind ein paar sehr interessante Zutaten, die du hast. Ich hoffe, dass du uns etwas Köstliches zubereitest. Oh, schau an, du hast wohl ein Dutzend Rätsel gelöst und ein Vorbild daraus gefunden. Der kleine Racker wird schon auch etwas mit dem Essen probieren. Aber das ist ja nicht anbrennen, weißt du? In der Wildnis dauern viele Gefahren. Oh, wenn man vom Teufel spricht, ein Bockbild scheint wohl von dem Geruch des Essens angelockt worden zu sein. Los, schnell, zeig ihm, warum man dich den Held der Wildnis nennt. Was? Du hast keine Waffen bei dir, weil die alle schon zerbrochen sind? Mit einem Stock alleine wirst du ihn wohl nicht besiegen können. Hast du nicht etwas, was du daran fusionieren könntest? Link, was hast du vor? Du kannst doch nicht den Arm kleiden. Du wirst doch nicht... Oh nein! Das kann man doch nicht dem Publikum zeigen. Was hat der süße Waldbewohner denn getan? Immerhin ist der Bockbild besiegt, aber... Ich hab dich ja gewarnt, dass du auf dem Essen aufpassen sollst. Und jetzt hast du nur diese billige Matsche erhalten. Und du isst sie auch noch. Ja. So endet ein weiterer Tag. Und vielleicht hat unser Held bald was Verkündliches. Wenn er keine Lebensmittelverbindung davon getragen hat. Geile Show von Link. Als nächstes haben wir Wolfi und Kiro. Die sind Hass und Enkelast aus Hesperon. Ein kräftiger Applaus! Than such a faker as yourself. Say it again! Faker! You have return with me! Do you know how many have to pay on this party? I'm leaving!
sind wir nachtlich versichert. Ihr habt etwas denn zwei. Ihr habt es auch fast geschafft. Die Bühne muss ein bisschen durchhalten. Deswegen ein großer Applaus für Startmassiven Batu als Catching. Ich musste ganz kurz das Fußball zeigen. Auf jeden Fall mit der Startnummer 8 würde ich bitte Freya auf die Bühne bitten, denn sie kostet die Lancy Devil aus Baden und die Prinzessin der Akademie. Haltungspflichtig hier bei Gott, halt mal ein Gehör für Gott.
So. Unsere Startnummer 10 auf der ganzen Bühne ist übrigens gedankt aus dem Raum frei hat. Und nun ein letztes Mal ein kräftiger Applaus für Juna, der Sieg von den Zelda aus The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis es schließlich den Belohnung für die Zivilisation kommt.